Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Black Friday Box von Bushido. Wie immer alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien. Und dann sehen wir uns das mal im Detail an. So, da haben wir das schöne Stück Black Friday von Bushido. Ja, das B sollte jedem bekannt sein. Also dieses Logo gehört, glaube ich, zu einem der bekanntesten, wenn nicht sogar zu dem bekanntesten im deutschen Rap. Und wenn es wahr ist, dieses Grün ist ein ganz spezieller, ja, ich sage immer Giftgrün, fast schon Neongrün. Wurde, glaube ich, jetzt sogar aufgenommen als Bushido-Grün. Also das ist wirklich so ein eigener, charakteristischer Ton, Farbton, das sogenannte Bushido-Grün. Ja, die Box ist relativ schlicht gehalten. Also wir haben vorne das Logo, hier in weißer Schrift Black Friday, ansonsten hier nichts zu sehen. Und auch die Seiten sind komplett schwarz. Die Form ist flach, also die Box ist flach, hier hinten die Credits, allerdings groß. Und das dürfte wohl daher kommen, da sich die Vinyl darin befindet. Geöffnet wird das Ganze hier vorne, das ist ein Magnetverschluss, ja, Magnetverschluss. Und hier öffnet man das Ganze. Ui. Und hier kommt uns gleich die Hauptattraktion entgegen. Die Vinyl, Sonny Black und Frank White, CCN. Also das Release, mit dem die beiden wirklich, wirklich mal sich auf die Karte gesetzt haben und wirklich bekannt wurden. Falls ihr jetzt verwirrt seid und nur dieses Logo hier kennt, in dieser Schwarzoptik, also auf dem Cover von CCN, das war die Neuauflage. Es war quasi die Re-Edition. Das Original, Sonny Black, Frank White, CCN, hatte original dieses Cover mit diesem Lagerhaus und diesen beiden Damen beim Fahren von Gabelstapler bzw. Verladen von Kisten. Hier überall das CCN-Logo. Ja, also da werden Erinnerungen wach. Einiges passiert seitdem. So, wir werden das Ganze jetzt nochmal beiseite legen und werden mal schauen, was wir da noch drin haben. Wir haben einmal ein T-Shirt, das Album, beziehungsweise nein, das dürften das dürfte die Bonus-EP sein. Und hier haben wir das Album an sich im Super Jewel Case. Sehr schön. Was an dieser Box speziell ist, das hier ist kein billiges Altpapier oder irgendwie Pappe, sondern das hier ist alles Stoff bzw. so Schaumstoff ausgekleidet. Also das ist wirklich alles sehr, sehr angenehm und weich, auch die Unterseite hier. Und hier könnt ihr natürlich das Album oder den Inhalt danach wieder hineinlegen. Ist, glaube ich, sogar auch, werden wir gleich sehen. Ja, nein. Okay, ich dachte, das wäre festgeklebt. Ihr könnt es auch hinausnehmen. Also, ist die Frage. Vielleicht ist es nur auf der Unterseite beklebt. Weil hier an der Seite lässt sich es auf jeden Fall heben. Habt ihr gerade gesehen. Aber ich befürchte fast, dass es hier unten festgeklebt ist. Ja, könnt ihr natürlich dann auch rausreißen. Weiß ich nicht, ob das die Box verkraftet. Ich würde es an eurer Stelle einfach drin lassen. Sieht echt schön aus. Fühlt sich auch top an. Also,
Kann man ruhig mal lassen. Gut, wir kommen zum Album an sich. Dieses ist nicht verschweißt, sondern so klassisch schwarz-grün, genauso wie auf der Box Black Friday. Auf der Rückseite sehen wir haben 14 Tracks und 14 Instrumentals. Wir haben Features von AK Außer Kontrolle, Shindy, MO030, Flair, Lars Unlimited und Ali. Ja, war zu erwarten. Alle aus dem Umfeld. MO, der Neue bei Er ist guter Junge. AK Außer Kontrolle, der Einzige jetzt nicht direkt aus dem Umfeld. Und Lars, ebenfalls neu bei Er ist guter Junge. Ali Boumaier, Shindy ja schon länger dabei. Und Flair war irgendwie auch abzuwarten, gerade nachdem jetzt die CCN-Vinyl da dabei ist. Dass die beiden sich wieder zusammengerauft haben, hat man erfahren. Also keine großen Überraschungen jetzt hier. So sieht das Ganze von innen aus. Wir werden uns erstmal das Booklet ansehen. Hier wieder ein Einleger bezüglich Merchandise und der Black Friday Tour. Hier seht ihr die einzelnen Tourdates. Und jetzt werden wir mal einen Blick in das Booklet wagen. Das ist immer so eine Sache. So. Ebenfalls komplett schwarz und grün mit Logo. Okay. Also hier haben wir die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Credits, also wer sich verantwortlich zeigt für Text, Musik. Es erinnert etwas an Classic. Da gab es ja diesen Videoclip Classic mit Bushido und Shindy. Das sind so alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Es pixelt jetzt auch leicht auf der Kamera, weil es wirklich so ganz feine Schwarz-Weiß-Muster sind. Hier haben wir eine Porträtaufnahme von Bushido. Hier noch die Infos über das Mastering und gemischt von Bizarre. Ja. Und hier noch die Infos über die Rechte. Ja, und das war's. Ich kann nicht Dank sagen oder irgendwas, aber auf jeden Fall. Das Booklet, also die Infos über die Tracks. Der Tour-Einleger. Beziehungsweise Merchandise-Einleger. Werden wir jetzt auch wieder zurückgeben. Na, so, aber jetzt. Dann kommen wir zur CD, die ebenfalls in Schwarz und Bushido-Grün gehalten ist. Ja, nur raus kriege ich es irgendwie nicht. So. Und auf der Rückseite haben wir dann die zwei, das sind die Instrumentals. Ebenfalls diese Optik wieder in Schwarz und Grün. Dann kommen wir zur Bonus-EP, Black Friday Bonus-EP, die im, ja, mehr oder weniger Digipack. Nehmen wir stark an, wir haben hier die CD, Bonus-EP und zwar haben wir ein Booklet, nein, aber wir haben hier die Instrumental-CD. Instrumentals. Ja, 10 zusätzliche Tracks inklusive 10 Instrumentals, feine Sache. Hier haben wir ein interessantes Feature von Matrix auf der neuen Charakter und hier natürlich Frauenarzt und Taktlos, die vor kurzem ihr Album Gott rausgebracht haben. Und hier noch einmal ein Feature von MO030. 10 Tracks, 10 Instrumentals. Sehr schön. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 14 Tracks, 24 Tracks plus 24 Instrumentals.
So, dann sehen wir uns mal das T-Shirt an. Also es ist echt alles dichtgängig in dieser schwarz-grün Optik. So, Platz machen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, das T-Shirt komplett in schwarz. Und hier das dicke Logo wieder in diesem Bushido-Grün. Und hier das Profil, die Seitenansicht von Bushido. Das Ganze ist in Größe L. 100% Baumwolle. Und hier steht auch noch die Internetadresse des Online-Shops. Hier noch das Bushido-Logo. Neckprint haben wir keinen. Die Rückseite ist glatt schwarz. Und jetzt schauen wir noch, eventuell finden wir noch einen Zettel über Wasch- oder Pflegehinweise. Nein, gibt es nicht. Okay, ja, dann müssen wir uns damit abfinden. So sieht das aus. Und dann kommen wir zum letzten Bestandteil der Box. Meiner Meinung nach dem wichtigsten, dem wirklich ausschlaggebenden Punkt für mich. Die Doppelvinyl CCN. Also für alle, die sich an dieses Stück nicht mehr erinnern können und wann auch immer eingestiegen sind. Das war das allererste. Carlo Koks Nutten von Bushido und Flair. Damals eben noch Sonny Black und Frank White. Ist damals noch über, also das ist in den Agro-Zeiten entstanden. Und der Nachfolger, also sprich Carlo Koks Nutten 2, das damals mit Bushido und Saad war das nächste der Reihe. Dann kam ja nochmal ein Carlo Koks Nutten 2, Bushido und Flair, was etwas Kritik hervorgebracht hat, weil man jetzt nicht wusste, okay, verleugnet jetzt quasi die Saad-Zeit oder wie passt das zusammen, dass jetzt quasi ein zweites CCN 2 herausbringt. Und dann kam ja vor ein paar Jahren auch noch Carlo Koks Nutten 3, das aber nur von Bushido war. Also das war auch wieder so eine Sache, so von wegen, darf man das machen? Also das war immer so eine Ära, so ähnlich wie wenn jetzt auf einmal ein Kollege kommen würde und sagen würde, er macht die JBG 3 alleine. Also ja, so sah das Ganze damals aus. Und hier haben wir 14 Tracks. Sehr schön. Also ihr habt hier eben die vier Seiten, A, B, C und D-Seite. Mit jeweils vier Tracks, beziehungsweise Seite D hat dann noch zwei Tracks. Also mein Lieblingstrack damals waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Dein Leben fand ich immer fett. Was bringt dir dein Leben? Badewiese, alleine der Beat. Also ich glaube, da gab es auch mal einen zweiten Teil, Badewiese 2, von Flair damals. Aber ich kann es euch versprechen, Badewiese, der Beat damals, also unfassbarer Ohrwurm. Ja, Wer will Krieg ist von der Hook etwas albern, aber es ist auch irgendwie so Ohrwurm-Charakter. Und ansonsten, Geh nach Hause, beziehungsweise Sag nicht. Also das sind, die haben mehr oder weniger alle Kultstatus, sollte man kennen. Für alle, die es nicht tun, auf jeden Fall mal reinhören. Und so sieht dann so eine Doppelvinyl aus. Also wir haben hier nochmal die Tracks. Hier nochmal das Logo von Bushido. Made in Berlin, Schöneberg 6.2. Dann haben wir hier die Vinyls, also die Scheiben, nochmal in Papier. Moment. So hat sowas damals ausgesehen. CCN. Und wenn wir die jetzt rausnehmen, sieht man schon hier A-Seite bzw. B-Seite. Und so sieht das dann aus. Komplett in schwarz. Seite A, Seite B.
Also wenn ihr daheim noch Kartenspieler habt, unbedingt auflegen. Falls nicht, könnt euch einen zulegen. Gibt es auf jeden Fall auf eBay oder auf irgendwelchen Verkaufsportalen, werden ständig irgendwelche Plattenspiele verkauft. Ich habe mir damals auch noch wieder einen besorgt. Das ist eine Frage, warum das hier so schwer rausgeht. So, aber jetzt. Vinyl Nummer 2, ebenfalls hier wieder abgebildet, C-Seite und D-Seite. Und ebenfalls in diesem Schwarz gehalten. Also klassische Vinylfarbe. Bin echt gespannt auf den Sound. Also ich habe die CD von damals, CCN, aber mich würde echt mal interessieren, ob das jetzt einen Unterschied macht. Das ist wahrscheinlich etwas anders, der Sound. Aber leider schon aus Nostalgiegründen muss ich die unbedingt auflegen. Dieser Sound hat halt echt eine, kann man schon sagen, Generation geprägt. Also, die haben damals auf jeden Fall neue Maßstäbe gesetzt, die beiden Herren. Ja, das war's. Wie immer zum Abschluss fassen wir nochmal zusammen, was sich in der Box befunden hat. Einmal diese fette Doppelvinyl von Claudio Cooks Nutten. Dieses T-Shirt in Schwarz bzw. Bushido Grün, Größe L. Und dann haben wir die Bonus-EP inklusive Instrumentals im Digipack und das Album im Super Jewel Case inklusive Instrumental-CD. Es gab zusätzlich noch die Chance auf ein Wohnzimmerkonzert und auf, wenn ich mich nicht täusche, 20 waren es, Golden Tour Tickets. Also falls ihr mehr Glück hattet als ich, habt eventuell in eurer Box entweder ein goldenes Tour Ticket oder, wenn ihr wirklich Glück hattet, den Gutschein für das Wohnzimmerkonzert. Bin echt mal gespannt, wer das gewinnen wird und wo das Ganze dann stattfinden wird. Ich hatte leider kein Glück, aber ich werde es verkraften. Ich weiß eh nicht, ob ich mein Wohnzimmer so gern zur Verfügung gestellt hätte für sowas. An die Gewinner, herzlichen Glückwunsch. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.